Hallo meine Lieben, hier ist Mario, der alte Sack von Holzton TV. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Skyrim, eine lange Reise, und wünsche euch wie immer viel Spaß. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur Folge 379 von Skyrim, eine lange Reise. Hier ist der Mario, der alte Sack. Und ich begrüße euch im Hexennebelhain. Wir sollen hier einen Ehering holen, besorgen, den wir bei unserer Sufftour wahrscheinlich dieser Moira geschenkt haben. Warum auch immer. Und Isolda? Isolda möchte den gerne wieder haben. Weil ich ja nun doch nicht, weil ich ihn ja nicht gebraucht habe zum Heiraten, den Ring. Ne? Das machen wir natürlich. Weil, wenn wir schon so einen Haufen Quatsch gemacht haben, dann stehen wir natürlich auch dafür gerade. Das hier hört sich so. Das nächste Mal trinken wir dann im Venia. Oder ja, weniger und vor allem gesitteter. Weil wir sind ja durch die Tour schon ganz schön rumgekommen. Im Großen und Ganzen. So, also können wir zurück zu Isolda. Denkt nicht mal im Traum daran. Woran? Hallo? Woran denn? Boah, Wenn habt ihr mit euren Hunden Ja, gespielt? nein, das Ihr schon. riecht nach nassem Ja, Hundefell. ich weiß. So, bevor meine Mutter und mein Vater starben, sagte ich ihnen, ich würde eines Tages der beste Händler von Himmelsrand Boah, werden. du bist ja cool. Ich habe Madran, einen der Anführer der Karawane, kennengelernt. Er sagte, er würde mir helfen, wenn ich ihm einen Mammutstoßzahn bringen könnte. Leichter gesagt als getan. Daran soll's ja nicht liegen. Das würdet ihr tun? Klar. Wenn ihr fündig werdet, könnte ich euch das eine oder andere über das Geschäftsleben beibringen. Euch zeigen, wie man einen guten Handel abschließt. Okay. So. Danke. Bitteschön. Da dürfte die alte Katze große Augen machen. Vielleicht kann ich eines Tages selbst Ja, Karawanenführer werden. natürlich, was noch alles? Wie versprochen werde ich euch etwas über das Kneipe, da Falschen willst du beibringen. kaufen, und Wir wollen ja Karawanenführer nicht, dass ein windiger Händler euch zu einem schlechten Geschäft verleitet. Die kann ja quatschen, wa? Ja, Redekunst. Das kannst du laut sagen. Ring weg. Wunderbar. Schade, dass es zwischen euch und eurer Dame nicht geklappt hat. Wie, bin ich lesbisch oder was? Ich weiß, wie sehr ihr euch auf die Hochzeit gefreut habt. Ich bin ja bestimmt vieles, aber ihr nicht habt lesbisch, immer wieder ich schwöre. gesagt, es würde eine große Feier in Morvonskar geben. Ihr hättet sogar magisches Personal, das die Gäste betreuen würde. Was? Leckt mich am Arsch. Was denn noch alles? Morvonskar. Keine Ahnung, war ich da schon oder war ich da noch Lebt nicht? wohl. Jo, tschüsschen, Isolda. Viel Glück bei der Kneipensuche oder Karawanenführung und was du alles machen möchtest. Oh, ah, da waren wir schon, alles klar. Denn. Das ist aber magisches Personal. Was soll denn das sein? Ich bin mal gespannt. Wie viel Scheiße gebaut haben. Soll ich eine Frau heiraten? Warum soll ich denn das machen? Ihr entkommt. Noch dazu so eine Hexe. Oh ja, klar. Beschwörer, na klar. Magisches Personal. Na, die fehlen mir noch. Schieb den doch nicht hinter die Wand. Da komme ich doch nicht mehr ran. Herkules, mein Schatz. Ich sehe gar nichts. So. Erstmal diese Stille, herrlich. So, erstmal aufräumen. Beziehungsweise. Ich meine damit meistens einsammeln. Damit nichts vergammelt.
Ja, ja, schade drum, ne? Dann geben wir lieber den Kindern 10 Euro. 10 Gold Taschengeld, damit die sich Lollis holen können. Jetzt werden natürlich, wie gesagt, für 10 Gold für so ein Kind sind natürlich viel. Die müssen natürlich für einen ganzen Monat reichen. Also da achte ich schon drauf. Das ist mir schon wichtig, ne? Die sollen das ja nicht an einem Tag hier und so. Da liegt noch einer. Ja gut, dann von da aus kannst du bequem hier reinlatschen. Da haben sie überhaupt keine Mauern und nix. Das ist ja keiner. Das war bloß ein blödes Holz. Das sah aus wie so eine Kutte. So, Schatzis. Seid ihr bereit? Da bin ich mal gespannt, was sie da für einen Festsaal arrangiert haben in dem Schuppen hier. Wunska. Totenbeschwörer als Bedienung. Prima. Das wollte ich schon immer haben. So, Fleisch. Auch wenn man selber jagen schicken können. Reserven sind immer gut, falls wir mal in Weißlauf sind und der kleine Hunger kommt für Herkules. Dann kriegt er mal so einen kleinen Lachs-Snack. Schatzi, ja, da geht's wieder raus. Jetzt runter. Wer säuft Tag und Nacht? Was ist mit mir? Ich arbeite Ihr arbeitet in der Schmiede. Warum brauchen Sie mich dazu? Wir verwenden Magie, keine Waffen. Ja. Du bist der Schmied. Hey. Scheiß. Sterbt endlich! Ach. Ihr hättet nie herkommen sollen. Oh nein, jetzt geht die Scheiße wieder los. Immer bei dem Totenbeschwörer Kacke. Oh nein, das kommt nicht in Frage. Nee, das kommt nicht in Frage. Jetzt reicht's. Erstmal weg hier. Boah. Hier war doch noch eine Tür. Das riegelt. Die behaken sich erstmal selber, die werden schon kommen. Schön vorsichtig sein, wir wollen ja keine Hochzeitsgäste erschrecken, ne? Ist da jemand? Falls da noch welche da sind. Beste Geräusch im ganzen Spiel. Jo. Aber ist auch nicht gesund, weil da steht das Wasser da unten. Da kriegst du ja immer nasse Füße und alles. Das ist doch nicht. Das kann nicht gesund sein. Weil durch das bisschen Wärme, was die Kerzen da versprühen, verdampft das Wasser ja auch nicht. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Aus. Interessante Haltung. Ziemlich wieder. Was ist das denn? Ich muss doch erstmal. Wo bin ich denn jetzt? Ich wollte doch plündern erstmal. Ich
kannst du nicht mal plündern. Leck mich am Arsch. Das ist doch meine Berufung. Zeig da zum Ausgang. Wieder falsche Quests eingeschaltet oder was? Keine Ahnung. Aber komme ich nicht hoch. So, ich kann also nur geradeaus. Was? Ja, ich muss doch hier mal durch. Oh. Keine andere Chance. Wahrscheinlich, wenn sie einem das Portal so unmissverständlich vor die Nase bauen, geht es wahrscheinlich hier zum Hochzeitsräumchen oder Örtlichkeit oder so. Glühwürmchen. Herkules, passt schön auf. Nur Bekloppte rum. Aha, guck. Die feiern immer noch, obwohl ja keiner da ist, oder was? Lass mal machen. So, Sam und Stab. Ich dachte, wenn ich Sam finde, finde ich auch den Stab. Ja, Hauptsache, ich bin ja schon mal froh, dass den ich allen erzählt habe, dass ich sie heirate. Das wäre mir viel zu stressig, ey. So, wo ist denn Sam? Irgendwo versteckt. Vorne beim Pfeil waren wir doch. Sam. Oh, so was ist ja nicht lustig, oder? Oh, dann machen wir lieber nochmal. Scheiß Buggy-Kacke da. Das ist ja nicht hilfreich. Lieber nochmal. Waren das vorhin auch so viele? Wow. Da vorhin muss. Ich habe mich ja noch zwei. Auf zwei geschossen. Wo kamen die anderen denn her? Abwechslungsreiches Personal, oder? Beschwörer und Magier und... Weiß ich aber natürlich dadurch, dass ich nur nicht heirate, weiß ich nur nicht, welcher von denen Getränke und welcher von denen das Essen gebracht hätte. Aber ich glaube, die Erfahrung muss ich auch nicht unbedingt haben, hä? Scheißegal. So. Oh. Edelstein. Kann ich mir einen neuen E-Ring draus basteln, ne? Oh, stimmt ja, ich bin überhaupt noch nicht verheiratet. Jedenfalls im Spiel. Ich muss mal sehen, gegen wen heirate ich denn? Wie kann man denn... Mal gucken. Die Heidi im Skyrim-Forum, die erzählt immer von Geralt oder sowas. Also der könnte meinen Ring ansprechen. Geringen Ansprüchen an einen Partner schon genügen. Aber da müsste dann natürlich... Geht das wieder los? Ich will erstmal plündern. Naja, siehst du? Nix. Weil die Truhe hätten wir dann auch verpasst gehabt. Ah, warte. Was? Wie was? Truhe leer gemacht. So, jetzt... Jetzt können wir mal wen noch mal probieren.
ist ja was anderes. Jetzt ist ja gewollt. Ich hoffe, dass der Sam. Dass Sam jetzt endlich da ist. Weil, so wie es aussah, kommen wir sonst hier gar nicht weg. Ja, von da sind wir gekommen. Und da hinten ist dann wieder. Sitzen die Bürger beim Speisen und Trinken. Abgeschlossen. Gibt Fluche in Mona nach Sam und dem Stab, ja. So. Hier ist sie kennzeichnet und hier sind wir also. Ich wüsste nicht, was hier für eine andere Aufgabe sein sollte, als hier an der Stelle aufzuschlagen und dann auf Sam zu warten. Aber da Sam nicht kommt, breche ich hier dann erstmal ab wieder. Das ist mir zu doof. Holstone TV Skyrim. Das etwas andere Let's Play.